Guten Morgen. Na, komm mal rein, die Grüßstube. Kalthaus, ne? Rein spazieren. So, wunderschönen guten Morgen. Sehr unmenschliche Uhrzeit gerade jetzt so, kurz nach sechs. Ich frag dich was, machen wir jetzt kurz nach sechs schon mit der Kamera im Gesicht. Wir hatten uns überlegt, um mich ein bisschen besser kennenzulernen. Also es ist ja alles so oberflächlich, was man bisher gemacht hat. Nehme ich euch mal komplett mit, so einen Tagesablauf. Was macht denn der Hoppe so tagsüber? Muss der denn überhaupt noch arbeiten oder ist der so stinkereich, dass der vom Bodybuilding leben kann? Um die Fragen zu beantworten, nur sei der jetzt da. Wie gesagt, kurz nach sechs, muss ich noch frisch machen, dann gehen wir direkt auf Arbeit. Und was dann so kommt, so Training und so weiter, das ist dann im Laufe des Videos. Der Bart muss natürlich auch stimmen, ne? Jeden Morgen dasselbe. Jeden Morgen? Jeden Morgen dasselbe. Zumindest die Konturen müssen geschnitten werden. Den Barbier, Dennis, das weiß der selber, den besuchen wir ja nicht so häufig. Also ich zumindest einmal die Woche. Aber ich kann es zum Glück auch selber. Wenn ich mir die Zeit lasse. Fast wie ein Profi, hä? Das ist immer die schlechte Seite, die verschneide ich immer. Kommt davon. Normale Leute benutzen einen Rasierschaum. Richtige Männer benutzen keinen Rasierschaum, nur Spucke. Das ist am besten. Und wie man duscht, wisst ihr selber, da müsst ihr jetzt nicht unbedingt mit. Also deswegen Abstand und bis gleich. Der junge Mann ist fresh. Noch nicht munter, aber ich bin zumindest auf dem besten Weg dahin. Es kommt diese Morgenroutine, wovon alle immer reden, ne? Meal Prep und was weiß ich nicht alles. Bei mir aktuell gar nicht. Ist natürlich schon so meine Mahlzeiten, aber wir haben eine sehr gute Kantine bei mir auf Arbeit. Da freue ich mich zweimal am Tag drauf. Aber jetzt zum Frühstück gibt es wenigstens ein bisschen was mit Bodybuilding zu tun hat. Ich bin der faule Typ. Also bei mir gibt es tatsächlich zum Frühstück immer Reispudding, solange noch was da ist. Und die Designer-Way, das geht schnell, unkompliziert. Und hier auch die praktische Kelle. Ja klar, die kann gar nicht groß genug sein. Deswegen nehme ich hier ist gar nicht Nudelkelle oder so. Und ich weiß, dass die anderen Jungs das immer aus dem Wasserkocher machen. Das ist mir alles zu heiß. Ich mag es gar nicht so heiß. Bei mir kommt das Wasser einfach so warm wie möglich aus dem Wasserhahn. Das reicht meistens auch. Abwiegen. Mach ich eh. Oh, es geht im Ende zu. Also 80 Gramm etwa. Noch gefühlt. Und gefühlt so 40, 50 Gramm vom Designer. Und in dem Fall Bananamilch. Ich bin ja der Cinnamon Cereal Fan. Aber ich habe mich gerade vergriffen. Das wird zerrührt. Und dann muss ich es nur noch essen. Dann bleibt die Scheiße nur im Bad hängen. Kennst du? Ja, da lacht er. Letzten Atemzüge. Handy nicht vergessen. Trainingstasche. Die habe ich schon gerichtet, zum Glück. Müsste ich das jetzt auch noch machen? Ja. Ziehen wir meine Schuhe an. Das ist übrigens das Zimmer von meinem Kind. Also, immer am Wochenende ist ja meine Kleine da. Auch das immer als meine, ja, meine Abstellkammer, wenn sie nicht da ist. Macht man nicht. Aber was soll ich denn jetzt drum machen? Der unnötige Verschwendung vom Zimmer. Schmuck anlegen, ganz wichtig. Der ist nicht echt. So. Schön dick und warm anziehen. Schön. Nur das Obligatorische hat man alles gedacht. Ist eingepackt. Das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Kein Wunder, ne? Jetzt habe ich gerade auf die Uhr geschaut. Wir haben 6:30 Uhr, glaube ich. Mhm. Ist das gut oder schlecht? Oh, wir haben ja Probleme. Wir haben Gleitzeit. Da muss ich wieder keinen Stress geben. Ist ein bisschen leise, sonst wecken wir die Kollegen hier. Alles Mitarbeiter. Habe ich heute echt Glück, dass der Dennis mich abholt. Normalerweise muss ich mit der Straßenbahn zur Arbeit fahren. Das dauert, naja, wesentlich länger. So 30 Minuten unterwegs. Aber mit Dennis im Auto geht es in 10 Minuten. Ich habe kein eigenes Auto, ich habe nur ein Motorrad.
Herrlich, herrlich. Ja. Das ist immer mehr, als vom Chauffeur zur Arbeit gebracht zu werden. Wir müssen uns ein bisschen bedeckt halten. Mein Chef hat gesagt, ist okay, wir mal kurz ein bisschen was filmen, damit ihr aber seht, wo ich dann arbeite. Was ich da jetzt genau mache, kann ich euch ein bisschen erklären. Logistiker, da gehen wir jetzt rein. Das ist eine riesige Halle, da stehen bei uns die Straßenbahnen drin. Das ist die Werkstatt für die Straßenbahn von der Freiburger Verkehrs AG. Und ich mache die Logistik, Warenbewegung, alles einbuchen, ausbuchen, Ware ausgeben und sowas. Ich zeige euch meinen Arbeitsplatz, wo ich mich die meiste Zeit aufhalte. Dann dürft ihr euch erstmal verkrümeln, dann muss ich ein paar Stunden arbeiten. Und dann sehen wir uns danach wieder und dann gucken wir mal, was wir noch Tolles mit euch vorhaben. Ne? Also, kommt mal mit. Das Lager. Also eines von drei Lagern, die wir haben. Und da findet man alles, was eine Straßenbahn braucht, was in der Straßenbahn kaputt ging. So, die Leute hinten am Fenster einfach nicht beachten, die sind ganz unwichtig. Hier meine Arbeitskollegen, die sind wichtig. Hi Jungs, sag mal hallo. Hi. Die wissen nicht, wie man sich vor der Kamera verhält. Das ist mein Arbeitsplatz. Spannend, wa? Wenn man beachtet, ist hier ganz wichtig, meine Powerbank, wenn mein Handy leer geht, mal hier hinstellen. So, jetzt zeige ich euch, wie ich arbeite. Ich zeige euch jetzt, wie ich arbeite. Das sieht ungefähr so aus. Mal 8 Stunden lang. Mit der PC ist normalerweise an, ne? Mit Rev One Videos. Ja, natürlich. Mann, hier muss noch hochfahren. Das sind alle wichtigen Informationen, die ich brauche. Um meinen Arbeitsalltag zu überstehen. Ich hing die Tochter auch noch hier, aber das Bild hat sie mitgenommen. Also bis morgens um 8.10 Uhr gehe ich mit meinem Kollegen eigentlich immer ins Frühstücken. Bis dahin passiert relativ wenig. Man bearbeitet die paar E-Mails, die vielleicht reingekommen sind, meldet sich bei den verschiedenen Systemen an, die man zum Arbeiten braucht. Das ist jetzt auch nicht wahnsinnig spannend. Was aktuell bei uns ansteht, ist, wir haben die Inventur. Ja, also einmal im Jahr, jeder, der vielleicht mal im Betrieb gearbeitet hat, weiß, dass es eine Inventur gibt. Und die steht bei uns aktuell da. Also wir müssen das ganze Lager durchzählen von Hand. Wir haben jetzt das meiste schon hinter uns. So in 3 Tagen sind wir mit dem Rest auch durch. Aber bis dahin könnt ihr euch ja vorstellen, dass es relativ viel Arbeit ist. Ich habe das Lager ja kurz gesehen. Wir können noch mal eine Runde durchlaufen. Und da muss jeder Artikel einzeln gezählt werden, aufgelistet und in die EDV eingespeist werden. So. Wie gesagt, 8.10 Uhr Frühstück in der Kantine und 12.30 Uhr Mittagessen in der Kantine. Da darf leider der Dennis jetzt, darf da jetzt nicht unbedingt mit, aber ich filme das auch mit der Kamera. Und jetzt wird es spannend, jetzt kommt der Chio, ein Arbeitskollege. Warum das so spannend wird, wird er gleich sehen. Na, kommt jetzt durch die Tür. Hi Chio. Morgen. Ja. Ja, man sieht's. Hast du auf dem Gesicht? Mach Abschied. Hast du auf dem Gesicht geschlafen? Geben wir das. Ja. Ist ein Abschiedsvideo, Chio. Ist ein Abschiedsvideo, ja. Weil du ja bald in Rente gehst. Das wird dein Geschenk. Damit. Ja. Das wird dein Geschenk, wenn du in Rente gehst. Ja. Dass du immer was zum Gucken hast und, was, und vor allem damit wir immer was zum Lachen haben. Ne? Geil. Jetzt habe ich den Auftrag, so wollte ich mir kommen. Während ich hier unglaublich gut moderiere, mache ich nebenbei noch die Anmeldung in der EDV. Das muss halt täglich passiert sein. Jetzt fällt mir gerade auf, ich habe noch gar nicht angestempelt. Das heißt, ich arbeite gerade umsonst. Und das kann ich mir gar nicht leisten. Deswegen gehen wir kurz an die Stempeluhr, würde ich mal sagen. Das ist dann das Morgencardio. Naja, aber ich muss darüber laufen. Ich weiß nicht, ob das in der Cardio läuft. Komm hin. So. Ja, wenn man hier so ein bisschen sieht, das sind die großen Hallen, wo die Straßenbahn repariert werden. Mein freundlicher Chef. Hallo. Guten Morgen. Mal, wie früh ich da bin. Ja, ja? Wahnsinn. Einmal am Morgen, einmal am Abend. Nicht vergessen, gell? Ja, sonst stimmen die Zahlen nicht. Und hier, das sind jetzt Bahnen, die sind schon im Betrieb und werden repariert oder was? Also teils. Also wir haben hier sowohl eine Revision. Guck mal, die Leute werden ganz nervös mit der Kamera. Film ihn mal. Hallo, Christian. Hi, und wie geht's? Wir haben eine Revision, das heißt, diese Straßenbahnen zum Beispiel, die wurden komplett aufbereitet. Kernsaniert, alles rausgeholt. Wenn man reinfilmt, sieht man das auch noch. Und rausgeholt, die komplette Elektronik wurde rausgeholt. Und wird modernisiert.
sodass wir noch mal ein paar Jahre auf den in Freiburg sich befindlichen Gleisen unterwegs sein können. Man spart ein bisschen Geld, denn die Anschaffung von so einer neuen Straßenbahn ist natürlich exorbitant hoch. Jetzt kommt man mal mit. Drüben sind die Fahrwerke, die repariert werden. Da können wir jetzt gerade nicht hin. Und natürlich einige Mitarbeiter hier. Hey, grüß dich. Sag mal, für die Kollegen hier von Rap One, sag mal hallo. Hey, grüß dich. So, und jetzt geh wieder. ja, hier vorne, da haben sie gerade den Antrieb rausgenommen. Das sind unsere ältesten Straßenbahnen, die sich momentan noch auf den Straßen bewegen dürfen. Tatsächlich die beliebtesten aber auch, weil sie am meisten Platz haben. Weniger Technik, aber es funktioniert. Sie sind extrem zuverlässig. Seit, ich glaube, 38 Jahren sind die auf der Schiene unterwegs. So, und eben alle Ersatzteile, die man braucht, damit das Ding, wenn es kaputt ist, wieder fährt, die haben wir auf Lager. Wenn wir es nicht auf Lager haben, müssen wir es halt besorgen, irgendwie und irgendwo. Und das so schnell wie möglich, denn jede Straßenbahn, die eben nicht auf der Schiene ist, verdient auch kein Geld. Macht ja auch Sinn. Man hat Wartungsaufträge, die man vom Datum her einhalten muss. Und auch dafür sind wir zuständig. Komm mal, ich zeige euch mal, was mit zu der Aufgabe gehört. Ja? Wie gesagt, wir haben ja gerade Inventur und jetzt haben wir hier oben zum Beispiel Ersatzteile liegen. Also das Lager ist so ein bisschen aufgeteilt mit den verschiedenen Abteilungen, die wir hier drin haben. Elektrische Abteilung, wir haben eine Karosseriebau, wir haben Lackiererei und so weiter. Und jetzt habe ich eine Nachzählliste bekommen, um zu überprüfen, ob die Bestände auch stimmen. Dann musste ich jetzt einen Artikel suchen. Das kann eine ganze Weile dauern, deswegen spulen wir, glaube ich, vor. Ich hoffe, ich finde es überhaupt. Könnte man sowas an ein Auto montieren? Klar, geht alles. Hat das schon mal jemand probiert? Ich glaube nicht, nein. Ist nicht wirklich stylisch, oder? Ich meine, ist schweineteuer so ein Teil, aber... Ja. Ich glaube, das passende Auto wurde dafür noch nicht geboren. Viele fragen sich ja immer, also viele sind sogar verwundert, wenn sie mich fragen, ob ich noch normal arbeite. Ich sage, ich habe immer normal gearbeitet. Ich kenne das gar nicht anders. Das war mir zu unsicher, nur auf dem Standbein vom Bodybuilding meinen Lebensunterhalt zu erwirtschaften. Deswegen habe ich nie aufgehört zu arbeiten. Ich mache es auch gern. Und dann stellen sie die Frage, ja, wie kriegst du das eigentlich unter einen Hut? Na, wie machst du das, Job und Training und Bodybuilding unter einen Hut zu bekommen? Das ging hier immer wahnsinnig gut. Ich habe einen tollen Chef, Marco, der etwas jüngere. Der lässt mir so viel Freiraum, wie ich brauche. Klar, wenn es an die Vorbereitung geht, muss ich mein Essen abbiegen. Das kann ich habe hier meine eigene Mikrowelle, kann das aber auch hier warm machen. Also das ist, was das angeht hier, das Unkomplizierteste überhaupt tatsächlich. Wenn es jetzt aber dann so weit kommt, dass wir in den geplanten Aufbau gehen, da wollte ich dann mit Unterstützung vom Tim, wollten wir das machen und dann werde ich mein Essen auch wieder vorbereiten müssen. Das Ganze passiert aber nicht hier. Ja, also steht noch eine große Veränderung bei mir an. Ich werde meine Heimat, wo ich aufgewachsen bin, hier in Freiburg, werde ich verlassen und Richtung Norden ziehen. Ja, es geht zu meiner Freundin, die kommt von dort oben. Wo genau es hingeht, verraten wir jetzt mal noch nicht. Da werden wir bestimmt auch noch mal ein paar Videos machen. Aber dann eben nicht hier unten aus dem Süden von Freiburg, sondern ganz weit oben Richtung Norden, Richtung ESN sogar, Headquarter tatsächlich. Ja, aber wie gesagt, das verraten wir dann im nächsten Video. Der Arbeitgeber war insofern echt cool, weil ich grundsätzlich immer frei machen konnte, wann ich es gebraucht habe. Muss natürlich Urlaub nehmen oder so. Ging auch mal unbezahlten Urlaub, das ging auch. Werde also mit einem weinenden und lachenden Auge von Freiburg weggehen. Aber Veränderung, ne? Gehört manchmal. Sonst fährt man sich so fest, wenn man ständig in seinem gewohnten Umfeld sich bewegt. Wird alles zu einer Routine und es kommt mal eine Veränderung rein. Jetzt habe ich so das Gröbste mal erzählt, was sich so in meinem Arbeitsalltag hier so abwickelt. Das Ganze jetzt mitzufilmen wäre zu langweilig. Deswegen verabschiede ich mich erstmal für ein paar Stunden, so bis um 15 Uhr. Und dann kommt der Dennis wieder, holt mich ab und dann geht es ins Fitnessstudio. Nach dem Training haben wir auch noch was Schönes geplant. Ich gehe mal wieder an meinen Arbeitsplatz und höre mir an, was mein Chef sagt. Ach ja, ich muss ja das Zeug noch finden. Also bis nachher. Das ist nicht die Aufzeichnung meines Lebens. Also es wird keine Dokumentation über mein Leben und wird auch nicht auf Netflix veröffentlicht. Noch nicht, außer ich knacke irgendwann die... Ja, Eber, wenn du uns verlässt, dann vielleicht ist es soweit. Ja, ich hau ja ab am Freitag, ne? Ja, Eber.
Wir haben es ja schon mal angeschnitten. Ja, naja, Montag und Dienstag noch eigentlich. Ne? Man weiß nicht, was dann passiert. Ne? ja, also das Angenehmste tatsächlich hier sind die Arbeitskollegen. Ja. Wir haben immer unseren Spaß, wir haben keinen Stress. Den einzigen Stress, den es gibt, den machen wir uns selber, aber das versuchen wir uns echt zurückzuhalten. So. Schnell. Jetzt kalt, müssen wir schnell zumachen. In den letzten Minuten ist angebrochen. Ja, jetzt haben wir noch so, müssen wir noch ein, zwei Sachen erledigen und dann kommt der wichtige Part. Geht man ins Training, ins Gym. Wie sieht's aus mit der Inventargeschichte? Die Inventur? Ja, die läuft hier. Marco, gell? Ja, die läuft die, super. Die läuft. Marco ist am Zählen. Marco zählt übrigens meine Sachen, zähle seine Sachen, die ich falsch gezählt habe. Ja. Aber das sind nicht viel. Nein. Marco, sag bloß nichts Falsches jetzt. So, dann, wie gesagt, noch so ein paar Sachen abbuchen und dann ab ins Gym. Gio, bis morgen. Oder? Sehen wir uns morgen. Ich hätte mich gerade daran erinnert, ich soll abstempeln. Ne? Das ist auch so eine Sache. Da bin ich mal ganz gut drin, das zu vergessen. Und dann musst du das korrigieren und es gibt immer wieder mehr Arbeit. Aber jetzt gehen wir kurz abstempeln und dann haben wir es geschafft. Wie wird hier gearbeitet mit der Reparatur und so? Ist es Mehrschicht oder? Nee, tatsächlich haben wir hier noch keinen Schichtbetrieb. Da, wo die Busse repariert werden, da gibt es einen Schichtbetrieb. Aber wir haben ja so eine Gleitzeit zwischen 6 Uhr und 7 Uhr kannst du anfangen. Und dann gehst du halt entsprechend so gegen 15, 15.30 Uhr, haust du ab nach Hause. Und freitags ist hier in der Werkstatt so, dass sie nur bis um 12 Uhr arbeiten. Weil sie vorher ein paar Überstunden gesammelt haben. Dann kann man freitags um 12 Uhr kommen.